Herzlich willkommen. Heute geht es um zusätzliche Ausbildung bei der GoPro. Das ist ein Amazon-Produkt. Genau, das wird auch über einen chinesischen Händler verkauft. Und also sozusagen No Name. Aber ist dafür auch relativ günstig im Vergleich, wenn man sich die Teile einzeln kauft. Also es ist ein Bündel von Halterungen für die GoPro. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auch noch für andere benutzen kann. Ich habe schon gelesen, dass der Geruch ist zum Anfang echt nicht angenehm. Aber es sieht hier auf jeden Fall sehr vielfältig aus. Manual for Action Cameras. Achso, okay, hier ist glaube ich alles einmal alles beschrieben. Einmal für die Brust, für den Kopf, für das Handgelenk, zum Schwimmen, also insgesamt sollen es 15 Sachen sein. Okay, der ist hier für Motorcycles. Ich pack mal was aus. Also der Geruch zum Anfang ist echt unangenehm. Okay. Ja, es sieht okay aus. Also es sieht nicht super hochwertig aus, aber was soll man erwarten? Aber sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Also ich kann mir das vorstellen. Aber das, glaube ich, ist eher ein Saugnapf, den man irgendwo ranmacht. Ja, ich pack's mal wieder zurück. So, was haben wir noch hier? Das sind so Clips. Das sind hier, ist auch eine... Ach, das ist, glaube ich... Ah, ich glaube, das ist fürs Handgelenk. Ich hole das mal raus. Yes, ich glaube schon. Okay. Ja, das schaut schon nicht schlecht aus. Und hier kann man das dann dran machen. Oh, aber das hört sich schon mal nicht so gut an. Also ewig werden die Teile wahrscheinlich nicht halten. Aber ich denke, man kriegt ein Gefühl, ob man das überhaupt gebrauchen kann oder nicht. Und dann kann man sich dann dafür dann extra nochmal was kaufen. Aber ich werde jetzt drauf tippen. Die halten nicht ewig, weil das hört sich schon gerade nicht so teuer an. Aber für den Preis ist es natürlich krass, dass man so viele Sachen bekommt. Normalerweise den Preis nur eine Halterung. Daher kann man da wahrscheinlich auch ein paar Abstriche machen. Okay, das ist jetzt zum Festhalten. Was haben wir hier noch? Oh, das ganz viele zusätzliche Teile hier. Aber der Geruch ist ja echt unangenehm. Man muss das echt immer draußen lüften lassen. Jetzt drehe ich das Ganze mal ein bisschen. Es sieht auch nicht so aus, als hätte das hier eine richtige Struktur. Also ich weiß auch nicht, ob die Tasche ursprünglich dafür wirklich gemacht ist. Ich vermute nicht. Okay, was ist das? Das sieht... aus wie ein Schwamm oder so. Also ich habe keine Ahnung, für was das ist. Und wo man da irgendwas dran festmachen soll. Okay. Das ist, ich glaube, wenn man draußen am Wasser irgendwas macht, dann kann man das hier festmachen und dann muss man keine Angst haben, dass die untergeht, die Kamera. Ich mache sie mal auf. Aber es ist nicht hundertprozentig einfach auch verarbeitet, das sieht man hier einfach auch. Aber es wirkt jetzt auch nicht total schlecht und ja.
auch, hat so leichte, naja, ist einfach nicht hundertprozentig verarbeitet. So, dann mache ich das auch mal wieder zu, aber der Geruch ist echt unangenehm. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ah, hier ist noch was von Handgelenk. Das finde ich jetzt sowieso ganz cool. Also man hat auf jeden Fall eine große Auswahl. Das ist, glaube ich, der große Vorteil. Ich lege das mal alles auf die Seite. Das ist noch ein Handgelenk. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist auch ein Handgelenk. Das ist, glaube ich, ganz viel fürs Wasser hier, dass es nicht untergeht. Und das wird für die Brust sein. Ich kann dann mal kurz raushören. Oh, aber der Geruch wird immer schlimmer. Das ist echt nicht lustig. Ah, nee, das ist für den Kopf, glaube ich. Ja, das kann man sich auf den Kopf setzen. Aber man muss auf jeden Fall da verlüften lassen. Und hier ist ein Klebestreifen. Ich weiß nicht genau, warum da ein Klebestreifen ist, aber ich glaube, das vielleicht kommt das der Geruch vom Kleber auch. Ja, das ist ganz gut, dass ihr nur das Video schaut. Dann kriegt ihr eben nicht diesen. Oh ja, da. Vielleicht kommt das auch nur von einem Teil. Ich mache das jetzt mal richtig zu. So. Das sieht nach Brust aus. Das sieht nach einem. Oh, das sieht nach einem hochwertigen. Aber das Drehen, ich höre schon, dass das nicht hundertprozentig sich anhört. Das hört sich schon so an, als würde es bald kaputt gehen. Und hier kann man dann was drauf machen. Ja, also es wirkt. Und hier ist noch ein kleines Stativ. Jetzt hole ich noch die Brusttasche aus. Also, hast den Eindruck, es ist echt sehr viel drin. Und ich glaube, man kann dafür auch echt viel testen. Ist dann echt die Frage, wie lange sowas hält. Ich meine, solche Brustteile können natürlich. Das, glaube ich, ist echt für die Brust. Das kann. Ist dann echt die Frage, wie lange das hält. Aber ich glaube, so zum ersten Gefühl zu bekommen, ob das überhaupt für einen Sinn macht oder nicht. Oh, die riecht echt ekelhaft. Es ist echt eine super Sache. Jetzt packe ich das auch gleich wieder ein. Also mein Fazit ist, der Geruch ist fürchterlich, aber ich vermute, dass der jetzt nach der Zeit natürlich auch weggeht. Und die Teile wirken nicht vergleichbar mit Sachen, die man sonst normalerweise bekommt. Also wenn man sich richtige, offizielle Ware kauft. Aber schlussendlich ist der Preis natürlich sehr gut. Und zum Ausprobieren ist es, glaube ich, echt eine super Sache. Also der Langzeittest wird dann zeigen, wie sinnvoll das wirklich ist, alles. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und wünsche euch dann auch viel Spaß beim Ausprobieren und viel Spaß.